Das habe ich doch nie im Leben gesagt. Oder hör auf, mir Worte in den Mund zu drehen. Heutzutage, jeder hat sich schon mal mit einer Situation konfrontiert, wo er missverstanden wurde. Oder wir sehen ganz oft bei den Politikern, Wissenschaftlern, da gibt es so einen ausgefuchsten Journalist, der nimmt die Worte und der dreht so um, dass der arme Mann oder Frau, die die Aussage gemacht hat, habe ich doch nie gesagt. Und auch in kleineren Kreisen, da konfrontieren wir uns mit vielen Missverständnissen, weil die Person, die die Nachricht oder die Aussage weitergibt, einfach etwas hineininterpretiert hat oder die Sachen anders gesehen hat, wie ursprünglich gesagt worden sind. So, und mit der Bibel, da geht auch nicht viel anders. Peter hat heute früh einen ganz tollen Satz gesagt: Die Bibel, Gottes Wort, sollte eine Offenbarung sein und nicht eine Verschleierung. Die Bibel sollte Klarheit schaffen und nicht irgendwie die Leute verwirren oder durcheinander bringen. Die Bibel sollte ein Licht auf meinem Wege sein und meine Fußesleuchte und nicht ein Stolperstein. Und heute möchte ich eine PowerPoint-Präsentation für euch bringen. Habe ich einmal bei den Royal Rangers Versammlung vorgetragen. War eine tolle Zeit. Wir mussten uns Gedanken machen, wie wir den Rangerleiter dienen und was erachtet man als ein wertvolles Geschenk. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was kann man wertvoller sein als ein Vortrag oder eine Präsentation über, wie man die Bibel interpretieren soll. Weil schaut euch mal uns heute an, die ganzen christlichen Denominationen, die Leute streiten sich über Themen, die einen sehen so, die anderen so. Und da stellt sich die Frage, Moment mal, da muss doch irgendwie eine ursprüngliche Bedeutung sein von dieses Thema aus der Bibel. Und ich bin überzeugt, dass Gott uns Klarheit bringen wollte. Das heißt immer, wir schauen, um Klarheit zu machen, um Klarheit zu schaffen, so eine Situation, was wollte der Autor damit meinen oder was war ursprünglich gedacht. Und möchte noch kurz was dazu sagen. Es gibt unter uns als Christen essentielle Bibellehren und non-essentiellen, also die nicht so wichtig sind. Ja? Aber über essentielle Sachen wie Gott hat dich so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn zu uns geschickt hat, zu sterben, damit wir gerettet werden, da dürfen wir uns als Christen überhaupt nicht streiten. Das dürfen wir überhaupt nicht in Frage stellen. Aber non-essentielle Sachen über Abendmahl oder wie man das machen oder wie lang sollen die Haare sein oder, keine Ahnung, anziehen, wie man sich anziehen soll. Ich glaube, das sind ja Sachen, die man drüber diskutieren kann, muss man aber nicht. Und somit sind nicht essentiell. So, der Vortrag für heute wäre mit dem Titel Verstehst du auch, was du da liest? Das ist Apostelgeschichte 8,30 und da geht es ganz konkret um diese Situation, wo Philippus hinter dem äthiopischen Finanzminister herrennt und fragt ihn, also der Finanzminister von Äthiopien, der liest die Jesaja-Buchrolle und er liest und liest und versteht nicht viel. Und Philippus fragt, verstehst du auch, was du da liest? Und er sagt, ja, wie soll ich verstehen, wenn keiner mich aufklärt? Und da fängt Philippus an zu erklären, Jesaja schreibt über diesen kommenden Messias, über Jesus, der gerade zu unserer Zeit gekommen, der starb am Kreuz, er ist für dich gestorben, wenn du an ihn glaubst und dich taufen lässt, dann kannst du gerettet werden. Und wir kennen die Geschichte, der Finanzminister, äthiopische Finanzminister, der lässt sich gleich taufen und dann, der freut sich unheimlich und so weiter. Und
Das ist halt so diese herausfordernde Frage, verstehst du auch, was du liest? Ich bin überzeugt, dass ihr das, was ich jetzt heute vortrage, schon länger praktiziert. Also es ist nicht so, dass ich sage, okay, bis jetzt, ihr habt nichts gewusst, jetzt komme ich und boom, ab morgen wisst ihr alles und das ist, nein. Plus, um unser Wissen zu befestigen und vielleicht ein kleines bisschen was Neues zu lernen. So, Hermeneutik, Prinzipien für die Bibelauslegung. Hermeneutik klingt so fancy, ja, kommt aus dem Griechischen, wird sehr oft in Bibelschulen als Fach gelehrt und so weiter. Und was ich so ein bisschen bedauere, manche Fächer in der Theologie, die werden so kompliziert gemacht, dass ich habe auch eine Bibelschule gemacht, ich schaue mir das an und sage, oh, das ist, ab hier wird mir so kompliziert, dass ich keine Lust mehr habe irgendwie. Und ich habe so auf dem Herzen gehabt, wirklich die Dinge so zu komprimieren und zu vereinfachen, dass jeder von uns damit was anfangen kann. Warum Theologie, wenn man damit nichts anfangen kann? Das finde ich schade. Und man gibt auch einen Haufen Geld dafür, um eine Bibelschule zu machen. Ja, ich will die Bibelschule nicht schlecht reden, aber ich freue mich, wenn Bibelschüler zurückkommen aus ihren Bibelschulen und die Dinge vereinfacht darstellen. Sonst wozu die ganze Schule, gell? Genau, Hermeneutik, fancy und so weiter. Dann, was ist Hermeneutik? Vom griechischen Hermeneo heißt interpretieren, auslegen, erklären, was es bedeutet. Also ihr betreibt Hermeneutik die ganze Zeit. Sobald ihr jemanden von Jesus erzählt, einen Bibelvers erklärt, dann ihr interpretiert die Bibel und das ist sehr gut so. Ja, also ihr seid alle Hermeneutiker. Genau, vergleichbar mit Deutschunterricht, wo man ein literarisches Werk interpretiert. Das wird auch in der Schule, habe ich auch in der Schule gemacht. Man hat ein Gedicht genommen, einen Autor, und da hat man den auf allen Seiten gedreht und hat versucht, was wollte der bloß sagen? Ja, die Gardinen, die waren grau. Oh, das heißt, der war deprimiert. Nein, die Gardinen waren grau. Ja, die Vorhänge, ja. Genau, genau. Also man darf nicht zu viel interpretieren, gell? Okay, dann Schulfach Bibelschule habe ich vorhin erwähnt, biblische Hermeneutik. Man bekommt die Prinzipien, Regeln für die korrekte Bibelauslegung. Okay. Und was mir so gefällt bei der Sache, es besteht eine mögliche Verbindung zwischen Hermes, also der Bote der Götter, der die Boten überbringt an den Sterblichen, und Hermeneo. Ja? Also für mich ist es so cool, wenn ich an Hermeneo denke oder Hermes, ich denke an diesen Paketfahrer. Und das ist so cool, weil der klingelt an der Tür, der bringt dir dein Paket, du freust dich und du freust es, dass nichts fehlt. Okay? Also das ist so eine Sache, dieser Paketbote, der bringt dieses Gepäck, wie der Versender ihn dir geschickt hat, vollständig, unversehrt. Also wenn ihr Dellen seht oder Risse oder so, muss man reingucken, ob noch alles stimmt. Ja? Und wenn der Postbote, der Hermesbote seine Arbeit gut gemacht hat, dann ist die Freude groß, weil du hast das bestellt und der Versender freut sich, dass es gut angekommen ist. Mit der Bibel, Bibelinterpretation ist nichts anderes. Ja? Gott spricht zu uns Menschen, der ist klar, verständlich und der freut sich, wenn wir treue Christen, das rüberbringen, was Gott gemeint hat und nicht, was mir gefällt, nicht, was ich so mir vorstelle oder was ich nicht mag, lasse ich raus. Nee, das ist die Sendung, das hat Gott zu dir gesprochen. Ja. Also Hermeneo und Hermes, ja, mögliche Verbindung. Okay, unser Ziel als Christen ist, know God and make him known. Das klingt wieder fancy, wir Jugendlichen, ja, wir mögen Englisch, ja, und es klingt so gut, know God and make him known. Das heißt nichts anderes als, kenne Gott und mach ihn bekannt. Daher ist die richtige Interpretation sehr wichtig der Bibel, was Gott gesagt hat. Und was heißt Gott kennenlernen? Ja, ist nicht schwierig. Ja, Gott der Allmächtige nimmt menschliche Gestalt, der kommt zu dir, der will deine Sünden wegnehmen, der ist für dich gestorben
Und er macht dich zu einem Gotteskind, wenn du zu ihm Ja sagst. Das könnte ich immer wieder sagen, weil das das Wichtigste ist. Und sobald wir die Errettung erlebt haben und diese Reinwaschung von Sünden, wir sind alle Sünder, ja? Diese Reinwaschung von Sünden und die Sonnschaft, die Gott uns anbietet, dann haben wir diese Freude, auch anderen zu erzählen. Ja? Und wir machen Gott bekannt, wir machen uns an Jesus bekannt. So, jetzt, die Bibel ist unfehlbares Gotteswort. Also das heißt, keine Fehler drin. Ja, also ich kann mich verplappern, ich kann Zeugs erzählen, Kardinäle können Sachen erzählen, Prediger können Sachen erzählen, aber Gott, da macht keinen Fehler. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben, Theopneustos, heißt von Gottes Geist hineingehaucht, und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Wille zu tun. Und jetzt kommt auch 2. Timotheus 3,16, Neues Leben, Übersetzung. 3,16 ist leicht zu merken, weil Johannes 3,16 der Bibelvers ist, der uns so gut gefällt. Ja, 2. Timotheus 3,16, Neues Leben. Dann, niemals nämlich ging eine prophetische Botschaft aus menschlichem Willen hervor, sondern die Propheten redeten als Menschen, aber von Gott her und vom Heiligen Geist getrieben. Der Heilige Geist hat diesen Bibelschreiber, diesen Propheten hat fehlerfrei diese Botschaft gegeben und die haben es aufgeschrieben für uns. 2. Petrus 1,21, Neues Leben, Übersetzung. So, jetzt Herausforderungen. Ja? Wir haben auf einer Seite Gottes Wort unfehlbar, auf der anderen Seite ich und du und die anderen auch. Ja? Manchmal machen wir Fehler und manchmal verstehen wir Sachen manchmal unvollständig, manchmal super, manchmal weniger super. Ja? Und die Herausforderung ist, wer interpretiert? Ja? Wir haben die Bibel, von Gott inspiriert, unfehlbar. Leser, Hörer, wer, welche Haltung? Und dann, ich glaube, ich habe was verstanden aus Gottes Wort und ich will es weitergeben. Ja? Und die Haltung, die ich habe, die ist total entscheidend. Weil vielleicht bin ich ein gottloser Mensch, vielleicht hasse ich Gott, vielleicht mag ich das Kreuz nicht, vielleicht sage ich, irgendwie auf mein altes Leben verzichten, so, das mag ich nicht. Und ich versuche so weiterzugeben, manchmal, vielleicht mache ich mich sogar lustig über Gott, vielleicht, keine Ahnung, und ich gebe es weiter an einem Hörer oder Leser, der meine Blogs liest, ja, im Internet. Und ich versuche, Leute zu beeinflussen. Ja. Der Leser, Hörer, der hört es und dann, okay, vielleicht scheint ihm so, dass ich irgendwas verzählt habe, was nicht so stimmt. Und im besten Fall, im Idealfall, der geht zurück zur Bibel und sagt, hey, der hat so viel über die Bibel geschwätzt, was, ich weiß nicht, ich kann es ja nicht so richtig mitgehen. Und dann gehe ich im Idealfall zur Bibel und dann lese ich selber. Ja? Weil ihr werdet merken, viele Leute sagen, ja, die Bibel sagt das und das, aber die haben die Bibel nie gelesen. Ja, das Christentum hat Sklaverei bejaht und applaudiert und so. Und die Frauen, die sind schlecht behandelt und bla bla. Ich habe mich mal im Internet mit so einem Typen, ja, die Christen, die haben ihre Frauen sehr schlecht behandelt und so. Und ich habe gesagt, was? Ich habe gesagt, in der Bibel steht, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat und seid bereit, für sie sogar zu sterben. Habe ich da Beleg gegeben, ich soll bereit sein, meine Frau so zu lieben, zu respektieren und für sie zu sterben. Und dann haben die geguckt und so hat es denen gar nicht gepasst. Die schwätzen über die Bibel, die Argumente, aber die haben die Bibel nie gelesen. Ja? Und in dem Fall ist es Idealfall, wenn unsere Hörer zur Bibel kommen und prüfen, was da steht. Ich bin sehr froh, wenn ihr heute Nachmittag alles prüft, was ich da gesagt habe. Im Apostelgeschichte steht, es waren ein paar Leute in Beröa, die haben die Verkündigung des Paulus gehört und die sind nach Hause gegangen und die haben
in den Schriften geforscht, ob sich so verhielt er, wie Paulus gesagt hat. Wir haben sogar Paulus hinterfragt, ja. Und der Lukas, der die Apostelgeschichte verfasst hatte, hat gesagt, die hatten ein edles Herz. Also Leute, ihr habt edle Herzen, ihr prüft und forscht in der Bibel. Ja. Genau, das wäre die größte Herausforderung. Wer interpretiert mit welcher Haltung? 1. Korinther 2,14. Menschen, die Gott nicht kennen, können den Geist Gottes jedoch nicht verstehen. In ihren Ohren klingt alles unsinnig, denn nur die, die der Geist leitet, verstehen, was der Geist meint. Also die Bibel ist vom Heiligen Geist inspiriert, die hören es und dann sagen, macht keinen Sinn, warum das Kreuz, ich bin doch ein Mensch, ich bin ganz in Ordnung, das verstehe ich nicht. Ja? Also dann Wort und Geist, die arbeiten zusammen, dass der Mensch versteht, was Gott das meint. Also Bekehrung oder Verstehen dürfte nicht nur dem Prediger überlassen. Ja? Genau. Weitere Herausforderungen, dass wir die verstrichene Zeit, seit das letzte Buch der Bibel verfasst wurde, über die 2000 Jahre. Ja? Wir lesen manchmal Shakespeare oder Goethe oder irgendwelche Autoren, die vor einiger Zeit gelebt haben, und man merkt, wie sie die Sätze gebaut haben. Das sagt, oh, das, ah, da muss ich, da rattet es ein bisschen und dein CPU arbeitet auf voller Kraft, das irgendwie für dich verständlich zu machen. Ja? Genau, also das ist eine Herausforderung. Vor 2000 Jahren wurde das letzte Buch der Bibel verfasst. Da müssen wir ein bisschen in die Vergangenheit als gute Bibelausleger reisen und dort nachforschen. Ja? Die verschiedenen literarischen Gattungen oder Genre, historische Erzählung, Gesetztext, Poesie, prophetische Bücher, Weisheit, Sprüche, Briefe und so weiter. Und das ist auch eine Herausforderung, weil es kann sein, dass ich zum Beispiel in eine historische Erzählung, zum Beispiel Chroniker oder Richter und so, etwas lese, was heutzutage, sagen wir mal so, gar nicht umsetzbar ist. Ja? Oder das darf man auf gar keinen Fall machen, irgendwelche Kriege führen und so. Ja? Oder glaubst du, dass du David bist und nimmst dein Schwert und keine Ahnung. Ja? Also das gehört zu historischer Erzählung. Ja? Okay? Und da muss man auch Genre immer schauen, in welchem Buch der Bibel befinde ich mich gerade. Ja? Wir befinden uns bei der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte beschreibt jetzt, wie die ersten Christen gelebt haben. Und da haben wir ganz viel Lehre, wie sie gelebt haben, was sie getan haben. Und ich glaube, das ist für uns als Christen ein Fundament, wie man Kirche erleben soll. Also nicht, die haben noch Fehler gemacht. Stimmt es, Peter? Die ersten Christen, die haben Fehler gemacht. Und das steht auch da drin. Und das soll man nicht machen. Ja? Genau. Und immer, in welchem Buch der Bibel befinde ich mich gerade? Also das ist auch eine Herausforderung. Ja? Ich kenne Leute, die sehr gerne Prediger zitieren, wo ich denke, ach, das ist nicht so cool. Ja? Kulturunterschiede, Geografie, zum Beispiel hinauf zu Jerusalem laufen und hinunter nach Jericho. Ja? Geografie, Jericho liegt ganz tief unter dem Meeresspiegel, Jerusalem ist oben, ja. Also Geografie oder die Sache mit Samaria und Galiläa und so, dass Samaria mitten da in dem Weg steht und die Juden, die wollen nicht rüberlaufen und so. Das ist interessant. Also es kann sehr bereichernd sein, wenn man diese Sachen berücksichtigt. Die Bibel wurde für uns, aber nicht an uns geschrieben. Und ich will nicht missverstanden werden, die ist für dich, die ist für mich geschrieben. Ja, aber die ist nicht an mich. Ich habe nie einen Brief an Tiberio von Weißenhorn in der Bibel gefunden. Vielleicht identifiziere ich ab und zu mal mit, keine Ahnung, irgendwer in der Bibel. Ja, aber es ist nicht an uns, es ist nicht an mich geschrieben, aber für mich. Zum Beispiel, es gab diese Erstempfänger. Ja? Es gab Israel. Manchmal habe ich Leute gesehen, die
irgendwie Verheißungen, die nur für Israel sind, die nehmen sie und ziehen sie in die Gemeinde. Aber ist nicht immer der Fall. Ja? Muss man auch ganz vorsichtig sein. Was Israel spezifisch ist, nur für Israel ist, das soll man uns nicht in Anspruch nehmen. Wir sind eins mit Israel als Gottes Volk, aber manche Zusagen gilt nur für die. Tut mir leid, also ich würde gerne das nehmen, aber ich kann es nicht. Ja, ich bin kein Jude. Genau. Dann die Gemeinde in Rom, Timotheus, Titus und so weiter. Aber die ist für uns geschrieben. Das heißt, wir können da reinschauen und biblische Prinzipien für uns lernen. Unsere Aufgabe als gute Ausleger, herauszufinden, was die Schriften damals für die Erstempfänger bedeutet haben. Exegese, das ist wieder so ein fancy Wort. Das heißt nichts anderes als freilegen, graben. Also stellt euch vor, Exegese heißt, du bist ein Archäologe, wie ein Archäologe, und dann nimmst du so eine Bürste und fein, dann tust du diesen ganzen Staub der Zeit, der sich auf die hinaufgesetzt haben, und du legst sie frei, und da hast du, oh, da war ein Haus, da haben sie gegessen, da findest du Münzen und so weiter. Das ist eine spannende Arbeit, Exegese, da sich freizulegen und zu verstehen, was damals gemeint worden ist. Und wir müssen herausfinden, was das Wort Gottes für uns heute bedeutet. Und das ist Hermeneutik, ja, die richtige Bedeutung und das, was Gott für uns heute gemeint hat. Ja. So, oder wir haben die dritte Option. Wir interpretieren die Bibel nach dem Pippi-Langstrumpf-Prinzip: Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, nach Lust und Laune. Und das heißt Eisegese. Eisegese heißt, ich nehme die Bibel, ich habe ein Thema, was mir gefällt, oder ich will vielleicht eine Sünde in meinem Leben rechtfertigen, und da gucke ich rein und ich sage, ja, Abraham hatte auch mehrere Frauen. Warum nicht ich? Ja? Also, ja? Eisegese heißt, ich interpretiere in der Bibel hinein, was nicht dasteht oder was nicht für uns gültig ist. Ja? Ihr werdet entdecken, diese Eisegese, und ich interpretiere hinein, was ich will, es ist sehr, 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 sehr verbreitet. Sehr verbreitet. Es ist erschreckend, wie Leute sich die Bibel so drehen, wie sie es gerade wollen. So gummihaftig, elastisch. Genau. Also da, nach dem Prinzip von Pippi, wollen wir nicht die Bibel interpretieren, sondern wir wollen saubere Arbeit leisten. Wir sind schließlich in Deutschland und wir arbeiten genau. Ja? Und viel und fleißig. Genau. Eine Hilfe, ich habe euch ein paar Fragen zusammengestellt, was wichtig ist bei Exegese, also zu schauen, was damals bedeutet hat für die Leute damals. Also stelle die richtigen Fragen. Was wurde geschrieben? Klar. Für wen? Wer für wen hat geschrieben? Paulus an Timotheus oder Petrus an die Heiligen, die in der Zerstreuung leben, in Antiochien und so weiter. Das ist sehr wichtig. Wer für wen? Welche Worte wurden benutzt? Ihr seid Auserwählte Gottes. Auf euch wartet ein Erbe im Himmel und so. Lest mal den ersten und zweiten Petrusbrief. Da geht dir das Herz auf, was Petrus für Worte benutzt. Ja. Wo und wann? Auch sehr interessant, unter welchen Umständen. Manchmal sind die Briefe an eine Gemeinde geschrieben, die in der Verfolgung, sich gerade in der Verfolgung sind, befinden. Ja. Welche Umstände? Paulus ist zum Beispiel ins Gefängnis. Es ist ganz interessant, wäre Paulus nicht ins Gefängnis, wir hätten seine Briefe nicht gehabt. Gell? Aber Gott macht es, lässt zu, dass ein Mann ins Gefängnis geht, damit wir wertvolle Briefe heute haben. Ja. Genau. Was war die Absicht? Ja, ich will euch ermuntern, zu kämpfen für den Glauben, oder bleibt stark im Glauben, denkt an euer Erbe im Himmel, kämpft gegen das Fleisch und die irdischen Lüste und so weiter.
Was wurde davor und danach geschrieben? Das ist auch sehr wichtig. Kontext. Genau. Und jetzt Prinzipien für die Auslegung, also für die Interpretation. Allein die Schrift. Dein Wort ist die Wahrheit. Johannes 17, 17. Dein Wort ist die Wahrheit. Und wir, also die einfachste Erklärung, was die Wahrheit ist, sie beschreibt die Realität am besten. Und wir haben einen riesen Vorteil in der Bibel, weil die Bibel, die erklärt uns die sichtbare und auch die unsichtbare Realität. Und das ist die Wahrheit. Allein die Schrift. Also ich mag diese Bibel mit ganz viel, oben stehen 3, 4, 5 Zeilen mit Bibelverse und unten ganz viel, was Donald Stamps oder MacArthur dazu geschrieben hat, diese Studienbibel. Interessant ist, die paar Zeilen oben, die Bibel, Bibel, Bibel sind, die werden sich nicht, die sind sehr akkurat, die bleiben ewiglich gültig und wahr. Was unten geschrieben worden ist, kann unter Umständen vielleicht 99% stimmen, aber ich würde sie nicht als vollkommen unfehlbar und inspiriert nehmen. Ja? Es ist eine Hilfe, aber ich würde nicht mein Leben auf die Kommentare darunter verwetten. Aber was da oben, allein die Schrift, würde ich drauf bauen. Ich würde auf viele Traditionen verzichten, die nicht in der Bibel sind, auf Kommentare, auf so was sich so über die Jahrtausende entwickelt hat, würde ich so gern verzichten. Und sollte man eigentlich gern verzichten, wenn das mit dem Bibelwort nicht im Einklang steht. Jesus wirft den Pharisäern vor, ihr liebt mehr eure Tradition als das Wort Gottes. Oder ihr fürchtet mehr die Menschen als Gott und so weiter. Ist ganz wichtig. Allein die Schrift. Damit hat auch die Reformation angefangen, Sola Scriptura, 1517. Ja, deswegen haben wir auch die Bibel in der deutschen Sprache heute, Gott sei Dank. So, Himmel und Erde werden vergehen, doch meine Worte bleiben ewig. Matthäus 24, 35. Gottes Wort wird sich nicht verändern. Das heißt, das ist ein fester Referenzpunkt und da können wir messen, nach rechts, nach links, nach unten, nach oben. Das wird sich nicht verändern. Auf Gottes Wort ist Verlass, für immer und ewig. So hat die Schrift die höchste Autorität über Verstand, menschliche Erfahrung. Was ich für Erfahrungen mache, die sind manchmal subjektiv. Gefühle, Kirchenlehre. Also wenn deine Kirche oder irgendwelche Kirchen die Bibel widersprechen, nimm die Beine in die Hand und guck, wo die Tür ist und renn. Wenn du Gottes Wort liebst, sola scriptura. Menschliche Lehren, Dogmen, die gegen Bibel, gegen das Wort Gottes sich lehnen. So, Gefühle. Wer ist schon mal von Gefühlen getrickst worden? Ich habe so ein Gefühl und ja, und ich habe das Gefühl und so weiter. Ja, aber wenn die Gefühle mit mir durchdrehen, dann nehme ich mir so ein krasses Bibelwort und dann werde ich wieder vernünftig. Da stehe ich wieder auf dem Teppich, ja. Das nehme ich nämlich nein. Und manchmal hilft uns der Verstand auch nicht weiter. Auch mit dem Verstand erforschen wir die Bibel und das ist sehr gut, aber irgendwann mal, das war's. Unser Verstand hilft uns nicht weiter. Und manchmal sagt Gott, verlass dich nicht allein auf deinen Verstand, sondern auf meine Worte. So, wir sollen immer prüfen, ob der Verstand, die Erfahrung, die Gefühle und das, was meine Kirche sagt, im Einklang mit der Bibel ist und nicht andersrum. Ja, so. Ich schaue mal, was meine Kirche lehrt und oh, das muss ja da stehen, aber steht ja gar nicht. Ja. Gott ist das Maß aller Dinge, wir sind es nicht. Wenn ihr in Diskussionen hört, meine Meinung ist über dieser Bibelvers, diese Person macht irgendwas, ja, sehr, etwas sehr Mutiges. Er stellt seine Meinung über die Bibel. Und er gibt sich als eine Autorität, die Bibel, seine Meinung, die er die Bibel interpretiert.
Es gibt manchmal sehr gute Argumente für eine Lehre, gut befestigt in der Bibel, aber manche Leute sagen, nee, ich sehe es anders. Also ich sehe es anders. Ich bin über die Bibel. Okay, dann viel Spaß. genau. So, weitere Prinzipien der Auslegung. Die Bibel interpretiert sich selbst. Ja, sola scriptura, die Bibel interpretiert sich selbst. Vergleiche ähnliche Texte in der Bibel, um ein klares Bild über ein bestimmtes Thema zu bekommen. Zum Beispiel heiraten. Ja? Und was ist heiraten? Wie es gemacht werden soll? Und so weiter. Und ich gebe jetzt ein Beispiel. Interpretiere das Unklare im Licht des Klaren. Also ich nehme nicht die Trübe, was ich nicht so verstehe, weil ich noch nicht so weit bin, und interpretiere das Klare und versuche es zu widerlegen, sondern genau andersrum. Zum Beispiel 2. Samuel 5, 13. Und David nahm noch mehr Frauen und Nebenfrauen in Jerusalem, nachdem er von Hebron gekommen war. Und es wurde ihm noch mehr Söhne und Töchter geboren. 2. Samuel 5, 13. Achtung, was ist das für ein Genre? Was lesen wir gerade? Historische Erzählung, Narration. Das heißt, der Schreiber, der sagt, der wertet gar nicht, was David macht. Er schreibt es einfach auf. Genauso wie der Schreiber, der schreibt, dass Abraham gelogen hat. Dass Jakob gelogen und getrickst hat. Dass er auch von seinem Schwiegervater ausgetrickst worden ist. Da gibt es keine Wertung. Die Leute, die erzählen, die schreiben es auf, wie es war. Ja, und so ein Bibelvers muss man anhand von dem Genre, also historische Erzählung und was meint Jesus? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf? Und sprach, darum wird ein Mann, Vater und Mutter, verlassen und seine Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Matthäus 19, 4 bis 5. Und was ist das hier? Moment, ich glaube, ich habe mich zu sehr beeilt. Genau, was haben wir hier? Wir haben Jesus, der beruft sich auf den Vater, den Schöpfer. Am Anfang war nicht so, dass man mehrere Frauen haben sollte, ein Mann, eine Frau und so weiter. Ja? Im Gegensatz zu dem, was David gemacht hat. Okay. David hat es einfach gemacht, wie viele anderen auch. Ganz zu schweigen von Salomo. Ja? Also Gott segnet die Ehe, der schützt sie, der Staat auch. Ja, bis jetzt schon. Nicht mehr so stark wie früher. Ja? Aber Gott will das so. Und das ist ganz klar. Weitere Prinzipien. Gottes Rettungsplan mit uns Menschen ist die Kernaussage der Bibel. Also wir können ganz viele interessante Fakten aus der Bibel diskutieren, umdiskutieren. Aber wenn wir kein einziges Mal über die Rettung, über unseren Herrn Jesus sprechen, in einer Predigt oder in einer Diskussion, das ist fast ein bisschen sinnlos, würde man sagen. Man muss immer schauen, Altes, Neues Testament, wo sehe ich Jesus, wo sehe ich die Rettungsgeschichte. Der rote Faden, der sich von 1. Mose bis zur Offenbarung hindurchzieht. Also in 1. Mose liest man, dass der Same der Frau wird den Kopf der Schlange zerbrechen. Das heißt, da wird einer kommen und wird den Teufel besiegen. Schon im 1. Mose steht diese Verheißung, dass unser Messias, unser Herr Jesus Christus kommen wird und sterben wird. Und die Schlange wird ihm die Ferse zerstechen. Und dann Offenbarung, also wirklich in jedem Buch, und dann nur Offenbarung, da ist diese Vision über dieses Lamm Gottes, der wie geschlachtet war. Ja? Also es ist ein Symbol für Jesus, der dieser
Wunde am Kreuz erlitten hat um uns und wir, für unsere Sünden. Interessant ist, dass der Herr Jesus Christus nach der Auferstehung die Graben, diese Wunden, Grabmale in den Händen bewahren wollte. Mich würde es nicht überraschen, wenn er die ganze Ewigkeit sie da in den Händen hat. Ja? Weil es steht ja, er hat meinen Namen da durchgraben. Ich glaube, wenn ich Jesus in den Himmel seine Hände fassen würde, ich glaube, ich würde immer noch diese Grabmale sehen. Weil er wird mich, schau mal, was ich für dich gemacht habe. Und ich habe es mit Freude gemacht. Deswegen bist du ja da. Ja? Und genau. Und die ganzen Richtergeschichten mit dieser Richter, die messianische Typen waren. Also nicht Typen, sondern Typen. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Es sind Typus, oder? Sagen wir so. Genau. Die das Volk aus der Sklaverei der Philister befreit hat und wieder Wohlstand und Freude gebracht hat. Ja? Das sind alles Typen, Vorbilder oder Prototypen, noch fancier, Prototypen für Christus. Ja, und das sieht man, ja, da tut sich was. Unser Messias kommt, er kommt. Ja, genau. Das Gesetz und die Propheten zeigen alle auf das Kommen Jesu und auf das Kreuz. Wir können die Ereignisse aus dem Alten Testament besser verstehen und interpretieren, wenn wir daran denken, Gott bereitet die Bühne für unsere Errettung vor. Es ist so. So. Dann, jeder Gläubige hat die Freiheit und die Verantwortung, die Bibel für sich selbst zu interpretieren. Also das steht uns jedem zu. Wir sollen es aber akkurat machen und mit entsprechender Haltung. Ja, wir lieben Gott, wir lieben sein Wort, wir schauen da, Gott will mich ansprechen durch sein Wort und ich gebe Acht. Vor 500 oder 600 Jahren waren Normalos wie wir verboten, die Heiligen Schriften zu besitzen, zu lesen und zu interpretieren. Nur die Priester durften Know-how über die Bibel haben. Also das Volk und was noch? Interessant war, die Messen, die wurden in Deutschland zum Beispiel auf Latein gesprochen. Da hat der Gottesdienstbesucher oder Messebesucher, der hat nichts davon gehabt. Ja. Das ist herzzerreißend. Viele, die sich daran nicht gehalten haben, sind als Ketzer von den Katholiken verbrannt worden. Zum Beispiel Anabaptisten, Hugenote, Waldenser und so weiter. Aber Achtung, ich mache jetzt eine Aussage. Damals, ja, okay, heute passiert euch nicht viel. Und es gibt auch sehr viele Katholiken, die Jesus lieben und vielleicht ein vorbildliches Leben führen. Da kann ich nur Halleluja dazu sagen. Und heute passiert eigentlich gar nichts mehr. Also Gott sei Dank. Also genau. Da gab es Unterschiede über die Glaubenstaufe, Abendmahl, Statuen, der einzige Mittler Jesus, Papst, Fegefeuer und so mehr. Und vieles mehr. Genau. Aber über diese Sachen wollen wir nicht so detailliert diskutieren. Interpretiert die persönliche Erfahrung im Licht der Bibel und nicht die Bibel im Licht der persönlichen Erfahrung. Und dann, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also ich war für 6 Monate, ich war 19 damals, an einer supercharismatische Bibelschule. Und Erfahrung war alles. Ja? Leute haben ständig irgendwelche Worte und Visionen und es war ein bisschen zu viel, muss ich ehrlich sagen. Und manche haben sich auch widersprochen. Ja? Und die Sache ist, wir haben wirklich die Pflicht, jede Erfahrung, alles, was wir haben, wir müssen das unter die Lupe nehmen. Also nicht bösartig, wir dürfen nicht fies sein. Und wir müssen schauen, ist das mit der Bibel in Einklang? War das im Wort der Ermutigung, biblisch? Wurde Jesus dadurch verherrlicht?
und so weiter. Oder hat es der Person in dieser geistlichen Entwicklung weitergeholfen und so weiter und so weiter. Immer prüfen nach der Bibel, ja, immer. Zum Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel. Ja, Jesus hat mir gesagt, eine Notlüge pro Monat ist schon okay. Ja. Oder Jesus hat mir gesagt, ja, sie oder er ist noch nicht Christ, aber weißt du, wir lieben uns so sehr und Gott ist Liebe und ich glaube, wenn wir zusammenziehen, da wird es so überwältigt von der Gottesliebe, dass er Christ wird. Ja, das ist ein heikles Thema. Und die Erfahrung des Lebens hat oft gezeigt, dass es schlecht funktioniert. Ja, genau. Oder ich habe einen Traumfänger in meinem Zimmer aufgehängt und seitdem habe ich super gute Träume, weil die schlechten, die werden gefiltert. Ja? Oder seitdem ich die Energiesteine in meinem Zimmer in der Ecke hingestellt habe, die mir die Esoteriken gegeben hat, boah, ich schlafe wie ein Stein. Ja? Oder solche Sachen. Ne? Erfahrungen können manchmal sehr trügerisch sein, die können einen Putz haben von was Gutes, Tolles, aber nicht von Gott. Oder nicht im Einklang mit Gottes Wort. Und manchmal ist auch schwierig, wenn Leute sagen, Jesus hat mir gesagt, Jesus hat mir gesagt, Jesus hat mir gesagt. Und manchmal sagt Jesus Sachen, was sehr dubios sind. Also wir dürfen die Erfahrungen unter dem Wort Gottes stellen und einfach schön auf dem Teppich bleiben. Und ich bin sehr dafür, dass wir Erfahrungen machen, aber wirklich die vom Heiligen Geist sind, die von Gott geleitet sind. Ich will es so sehr erleben und ich wünsche jedem von euch, dass tolle Erfahrungen mit dem Heiligen Geist und auch mit das Übernatürliche, was von Gott kommt. Weil das Übernatürliche kann auch von anderen Ecken kommen. Genau. Zum Beispiel ein erhörtes Gebet in einer schwierigen Situation zeigt Gott klar die Richtung, den Ausweg. Das passiert alles und das ist von Gott. Ja, Gott zeigt klar die Richtung, den Ausweg, einen Traum von Gott, ein Wort der Ermutigung, vielleicht auch ein Bild oder eine Stimme. Das kann alles Gott zu dir sprechen. Ja, kann alles Gott. Ja, aber es gibt Situationen, wo nicht immer von Gott ist, vielleicht von meinen Gedanken oder so weiter. Genau, Gottes Wort nicht widersprechen. Es gibt leider auch trügerische Erfahrungen, aber wir sind bewahrt als Gottes Kinder, wenn wir aufpassen und ihm gehorchen und treu seinem Wort sind. Okay, beachte den Kontext, das ist sehr wichtig. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ich habe die Bibel zitiert. Leute, also, ihr wisst, was wir zu tun haben nach dem Gottesdienst, ja? Es steht in der Bibel. Hallo? Sag Amen, jemand. Say Amen, somebody, ja? Nein, das ist, ich habe ganz trügerisch und hinterlistig einen Bibelvers verkürzt, ja? Und das ist ein Zitat von den Epikurier, glaube ich, ja, die waren so sehr hedonistisch geprägt und Paulus zitiert sie und sagt, hey, so nicht, das darf man nicht, sondern er hat über Jesus gepredigt, über das Kreuz, über ein Gericht, ja, das ist nicht egal, wenn du trinkst und Party machst und ohne Jesus stirbst, das ist nicht egal. Unsere Vorfahren im Glauben, die ersten Aposteln, die haben auch das, bis ich fertig bin. Unsere Vorfahren im Glauben, die haben auch das Gericht gepredigt. Der Petrus ist durch Jerusalem rumgelaufen und hat gesagt, tut Buße, denn Gott hat einen Tag bestimmt, wenn er die Welt richten wird. Boah. Ja, also es ist nicht egal. Aber ich habe gezeigt, ganz plastisch, was es heißt, aus dem Kontext zu reißen. Oder noch ein Bibelvers, ihr werdet sein wie Gott.
Wer hat das gesagt? Das hat die Schlange der Eva gesagt, ja? Aber es gibt heute so eine Bewegung in Theologie, ihr seid auch kleine Götter und ihr sprecht's aus und ihr macht und ihr erschafft Realitäten. Also das ist ein bisschen so nach Doctor Strange irgendwie für mich, so sehr Science Fiction, ja, genau. Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, ja, Engel werden... Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Ja? Das sagt wieder, das ist der Versucher, das ist der Teufel, der versucht, Jesus zu versuchen. Ja? Und der Herr Jesus sagt, steht geschrieben, ja? Du sollst den Herrn, deinen Gott nicht versuchen. Aber hier macht der Teufel was Interessantes. Er zitiert, Moment, zitiert Psalm 91, 11 bis 12. Und der hat auch diesen Bibelvers ein bisschen verstümmelt. Der lässt was weg. Das war so ein Segen, wenn du auf deinen Wegen gehst, wenn du auf der Reise bist. Das war so wie ein Zuspruch. Ja? Wenn du auf der Reise gehst, ja? Dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Das war ein Segenswunsch. Ja? Aber der Teufel, der nimmt den Herrn Jesus, der tut den ganz oben auf die Zinne und sagt, jetzt wirf dich mal runter. Der Herr Jesus hätte, wenn er so für richtig gefunden hätte, hätte sagen können, okay, du sollst den Herrn nicht versuchen, aber hätte argumentieren können, ich bin nicht auf dem Weg, es ist ein Segenswunsch und ich werde auf keinen Fall da runterspringen. So, also hör auf, Bibel zu zitieren und zu verdrehen. Das macht der Teufel ganz geschickt, ja. Genau, also so die zwei, es gibt tausende Beispiele. Der Teufel liebt es, Bibelverse zu verstümmeln und aus dem Kontext gerissen zu zitieren. Also ist wichtig, ein bisschen auf dem Kontext, also nicht ein bisschen, sondern auf den Kontext zu schauen, ist sehr wichtig. Beachte das Genre, literarische Gattung, hat man auch ein bisschen gehabt. Jetzt ein Bibelvers, ja, aus Psalm 137. Tochter Babel, du sollst verwüstet werden, wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast, wohl dem, der deine Kindlein nimmt und sie zerschmettert an Felsgestein. Wer würde dieser Bibelvers heute aussprechen und umsetzen? Niemand von uns, ja. Was haben wir da? Altes Testament Poesie, ja. Die Israeliten, die sind in Babylon gefangen, die arbeiten kostenlos, die werden verspottet, weil davor sagen sie, na, singt mal ein paar Lieder von den Zionsliedern, um uns zu bespaßen. Und die sagen, hey, wir sind hier Sklaven, wir arbeiten den ganzen Tag für euch, ihr verspottet uns. Wir werden keine Lieder singen. Und dann kommen diese Gefühle raus. Ja? Das ist Poesie, die drücken ihren Schmerz, ihre Gefühle und die bringen es vor Gott. Also wenn du Schmerz oder Rachegedanke hast oder Gefühle ausdrücken willst, du darfst vor Gott kommen und sagen, oh, denn da bist du richtig. Ja? Aber da müssen wir auch gucken. Altes Testament, Poesie, dieser Bibelvers gehört da, wo es hingehört. Jetzt, euch aber, die ihr hört, also genau das Gegenteil, sage ich, liebt eure Feinde, ja? Tut Gutes denen, die euch hassen, singet, die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Neues Testament, Evangelium, ja? Biografie Jesu, es wird das Leben Jesu beschrieben und es ist ein direktes Gebot. Da lässt sich nicht diskutieren. Ja, es ist ein direktes Gebot. Also wir interpretieren es als ein Gebot, was für uns stimmt. Das obere stimmt nicht für uns. Was wir daraus lernen, komm mit deinem Schmerz zu Gott. Du darfst auch vor Gott auch sagen, boah, ich kann nicht mehr. Mir reicht's. Ja? Genau. Okay. Das Wichtigste ist zum Schluss. Tatsächlich, es gibt einen Schluss. Um die Bibel richtig zu interpretieren, muss man vor allem ein Kind Gottes sein, ein wiedergeborener Christ, weil
wenn du wiedergeboren bist, wenn du deine Beziehung zu Jesus stimmt, da kannst, hast du diese Beziehung und da verstehst du. Es wird dir Sachen geoffenbart. Also du brauchst nicht sehr viele Theologiebücher lesen, sondern es reicht, wenn du vom Geist Gottes geboren bist. Genau, vom Gottes Geist geboren. Und das Wort Gottes mit Ehrfurcht, tiefen Respekt begegnen. Wenn es nur ein Buch ist, womit ich beliebig, keine Ahnung, Argumente bauen kann oder Sachen reinsehen kann, die nicht da sind, dann kommen wir nicht zu den richtigen Schlüssen. Genau, und es natürlich umzusetzen. Denn, Jakobus 1,22, seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Und weiter sagt er, du hast in die Bibel geschaut wie in einen Spiegel, hast wirklich, bist pappig, hast Schmutz im Gesicht, siehst schlecht aus und unternimmst nichts. So argumentiert Jakobus, das hilft dir nichts, du hast dich selbst betrogen. Genau, und deswegen habe ich das als Schluss gewählt. Wir sollen die Bibel und das, was wir da raus verstanden und was Gott uns geoffenbart hat, wir sollen es umsetzen. Und vor allem auch nutzen, nachdem wir Gott kennengelernt haben, auch den Menschen um uns herum bekannt machen. All diese Segnungen, all diesen Frieden und Vergeben, was wir erlebt haben, wir machen uns in Jesus anderen auch bekannt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und Gottes Segen. Und ich hoffe, ihr konntet ein klitzekleines was mitnehmen. Und ich beglückwünsche auch alle anderen, die schon lange das praktizieren. Einfach bin begeistert von euch. Amen.